Vor nicht allzu langer Zeit las ich in einem Künstlerinterview, dass es sehr von Vorteil ist, einen menschlichen Schädel zeichnen zu können. Und zwar aus dem Grund, dass in vielen zeitgemäßen Gemälden und Zeichnungen Schädel vorkommen und dass es sich gut macht, einen Schädel in eine Zeichnung integrieren zu können. Nun, wie dem auch sei, das lasse ich mal so stehen. Auf jeden Fall ist es natürlich sehr praktisch, wenn man die Anatomie des Schädels verinnerlicht hat, auch um später Köpfe und Gesichter daraus ableiten zu können. Vielleicht habe ich ja darum Gesichter für diese Art der freien Zeichnung in diesem Video gewählt. Seit gefühlt 15 Jahren habe ich diese Art der freien Zeichnung vernachlässigt und es ist sozusagen der Startschuss, um sich dieser wunderbaren Ausdrucksform wieder widmen zu können. Wenn auch diese Zeichnung eher zweckdienlich ist und alles andere als gelungen. Es ist jetzt Mitternacht und ich bin alles andere als optimal konzentriert. Aber das Wichtigste ist ja, einfach mal anzufangen und dran zu bleiben. Nicht, dass ich die letzten 15 Jahre nicht gezeichnet hätte, das schon, aber immer zielgerichtet und mit einem meist kommerziell ausgerichteten Fokus. Auf diesem Kanal möchte ich mich zusammen mit euch wieder auf diesen Weg machen, um das freie Zeichnen wieder auszupacken oder wieder anzupacken und auch jene zu begeistern, die sich dafür interessieren, aber noch nicht getrauen und nicht wissen, wie sie damit anfangen sollen. Somit herzlich willkommen hier bei Jaski Art. Mein Name ist Jacek und ich bin schon lange Grafiker, Comiczeichner und Illustrator. Darum kenne ich auch die Ausreden, warum viele sich nicht getrauen zu zeichnen. Ich habe ja gar kein Talent oder ich bin zu alt, um anzufangen oder ich habe ja gar keine Zeit dafür oder ich sehe den Sinn und Zweck nicht und und. Wenn du dich zu dieser Gruppe zählst, dann kann ich dir dies sagen. Zeichnen ist kein Mysterium, kein angeborenes Talent und auch keine Kunst. Zeichnen ist das, was es ist, nämlich Handwerk. Ein Handwerk, welches wie jedes andere mit Hingabe, Geduld und Hartnäckigkeit erlernt und angewendet werden will. Es ist aber auch so, dass das freie Zeichnen mit Betonung auf frei auch eine aus meiner Sicht elementare Ausdrucksform des Menschen ist, wie Springen, Tanzen, Melodien singen oder Summen. Kinder zeichnen ihre Welt und machen sich keine Gedanken um richtig oder falsch. Die Kinderzeichnungen haben auch darum teils einen sehr starken direkten Ausdruck. Mein Motto ist darum, am Anfang war die Zeichnung. Und dieses urtümliche und natürliche will ich hier zusammen mit euch starten. Auf was ich hingegen gar keine Lust habe, ist euch mit dem tausendsten Video in nur 3 Schritten ein fotorealistisches Auge zu zeichnen, zu langweilen oder ähnlichem. Wenn es akademische Übungen geben wird, werden diese die Grundlagen des Sehens und der Verständlichkeit behandeln. Die jeweils richtige Zeichnung ist dann die persönliche Interpretation dieser beiden Punkte. Primär steht die Freude am Zeichnen, am Experimentieren und Ausprobieren im Zentrum. Wie gesagt, werde ich auch Grundaspekte des Zeichnens thematisieren, als auch verschiedene Materialien vorstellen, weil um Fortschritte zu erzielen, ist es immer am besten, wenn man sich an konkreten Maßnahmen orientieren kann. Hauptsächlich steht die menschliche Figur für mich im Vordergrund, gefolgt vom Spiel und der Dramaturgie von Licht und Schatten. Natur als auch Landschaften und Architektur möchte ich ebenfalls ansprechen, in welchem Umfang wird sich aber im Verlauf dieses Kanals zeigen. Und was diesen Kanal angeht, lasst gerne einen Like oder einen Kommentar da, damit auch andere diese Videos ausgespielt bekommen und wir unsere Community wachsen lassen können und vor allem, damit ich weiß, was euch gefällt und wie das bei euch überhaupt ankommt. Spätere Live-Drawings, Zusammenkünfte oder Tutorials sind nicht ausgeschlossen. In diesem Sinn aktiviert auch die Glocke, damit ihr keine neuen Videos verpasst. Vielen lieben Dank dafür. Ja, ein weiteres großes Thema sind für mich Comics und zuweilen auch die Zeichnung, Illustration im grafischen Bereich. Bei Comics werde ich euch sicher meine Alben vorstellen, was ich sonst so zeichne, aber auch viel Hintergrundinfos, Tipps und Tricks zum Comiczeichnen selber, Aufbau von Seiten und deren erzählerische Dramaturgie und vieles mehr mit euch teilen. Ich habe ja ein Jahr lang an der Deutschen Comic Academy, als es sie noch gab, das Comiczeichnen unterrichtet und es hat mir immer viel Freude bereitet, wenn ich hier helfen konnte. Von der angewandten Grafik kommend, ich habe ja in Basel meine Ausbildung abgeschlossen, gibt es auch einige sehr spannende Aspekte, die man in die freie Zeichnung und ins Comiczeichnen übertragen kann. Nebst all den wirtschaftlichen Punkten sind es auch die technischen Gegebenheiten, die hier spannend sein könnten.
wie zum Beispiel die digitale oder druckfertige Aufbereitung eines Comics und dessen Herstellung bzw. Produktion. Auch werde ich, wenn das Interesse da wäre, Programme, Tools und Webseiten vorstellen, die einem bei diesen Sachen helfen könnten. Vor allem aber freue ich mich auf die kommenden Projekte und Zeichnungen, die ich zusammen mit euch hier aufs Papier loslassen möchte. Diesen YouTube-Kanal habe ich eben erst erstellt und es ist auch für mich ein Novum, sich selber so zu exponieren. Vom Typ her bin ich das überhaupt nicht. Aber wenn es um die Sache geht, um die Begeisterung rund ums Zeichnen und wenn ich andere damit inspirieren und anstecken kann, dann mache ich das gerne. Wie gesagt, richtet sich dieser Kanal eher an alle, die mit dem Zeichnen beginnen möchten oder es bereits tun und sich da und dort noch Tipps und Inspirationen holen und auch solche, die einfach gerne Zeichnungsvideos gucken und den Bildern beim Entstehen zuschauen. Die Welt der Zeichnung ist immens groß. Motive, Stile, Techniken sind so vielfältig wie noch nie. Das lädt natürlich zum Entdecken ein, kann aber anfangs auch einschüchtern und überfordern. Darum möchte ich hier den Druck rausnehmen und das Ganze langsam Schritt für Schritt für die kuratieren, denen diese Art eher zusagt. Sicher werde ich auch ein bisschen meinen Alltag und oder meinen aktuellen Zeichnungsfortschritt mit euch teilen, um die Sache ein bisschen zu würzen und abwechslungsreich zu machen. Es hängt ja schließlich alles zusammen und viele Themen überschneiden sich ja auch. Oft ist es so, dass man dort inspiriert wird, wo man es überhaupt nicht erwartet hätte. So, die Kopfzeichnung ist jetzt bald fertig, sie nahm etwas mehr als eine Stunde in Anspruch, komprimiert auf etwa 7 Minuten. In diesem Sinn danke ich euch fürs Zuschauen und Zuhören und freue mich, wenn ihr beim nächsten Video auch dabei seid. Und was das freie Zeichnen betrifft, denkt immer daran, es gibt keine Fehler, es gibt nur neue Erkenntnisse. Ich wünsche euch einen wunderbaren Tag, macht's gut und auf bald!